Ja, und hallo und herzlich willkommen zurück zu Knights of Pen and Paper Plus 1 Edition. Wie ihr sehen könnt, es gibt ein DLC. Ich habe gerade nachgeguckt. Noch. Und ich will den haben. Das ist dann noch extra Content. Sollte ich mir den kaufen, wenn das LP schon zu Ende ist, dann werde ich das trotzdem noch machen. Oder eventuell, wenn ich hier privat spiele, werde ich das eventuell dann noch aufnehmen. Ich weiß es nicht. Ich gucke einfach mal nach. Wenn ich da hier so ungefähr einen Privatspielstand mache oder so, ich weiß es nicht. Mal gucken. Auf jeden Fall würde es sich, glaube ich, mal lohnen. So, wir waren auf Burg Abendlicht mit unserer netten Gruppe und haben sie beim letzten Mal eigentlich eine ganze Folge, glaube ich, mal nur komplett ausgerüstet. Das sind Pferde. Ich will die Pferde haben. Und er hat den Pixelfehler. So, ich würde mal sagen, so viel Zeit habe ich jetzt heute nicht. Muss es bei Clash of Clans mal schnell schauen. Ich habe immer irgendwas anderes zu tun. Ich würde sagen, wir gehen nicht zum Strand von... Wobei, doch, wir gehen mal schnell zum Strand von Miami. Wobei, ich brauche etwas Gold. Ich würde eigentlich in die Burgkanalisation gehen. So ein faszinierender Ort. Habt ihr... Oh, ich kann es nicht mehr genau lesen. Hey, das ist doch Mario-mäßig. Oh, was ist das? Ach, das ist ein Dungeon. Wie geil. Okay, das machen wir später. Ich will hier weg. Verlies verlassen. Dann kämpfen wir mal schnell gegen irgendwas. Wir kämpfen gegen Banditen. Und das gegen 20. Wenn das gucke ich hier bei Clash of Clans mal. Wenn mal mein Handy angeht. Oh, in 10 Minuten sind meine Sachen fertig, geil. Das ist jetzt sehr interessant für euch natürlich. Ich hoffe, ihr konntet das Skype-Dings da nicht sehen. Wow, Alter. Der hat richtig hart kritischen Schaden rausgehauen. Kritische Treffer sind immer gut. Ich liebe eigentlich dieses Spiel, ganz ehrlich. Muss ich jetzt mal so anmerken. Hey, bald ist Wochenende. Fällt mir gerade ein. Morgen ist es. Ungefähr morgen ist Wochenende. Da kommt mir eine Idee. Ich muss nachher noch schauen, wie viel Geld ich habe. Lass uns die Nacht durchspielen. Heute nicht, mein Sohn. Auf zum Strand von Miami. Und wieder einmal seid ihr an diesem Irgendwas-Ort gelandet. Quest erstellen. Triff einen vordefinierten Kampf an. Okay. Der Strand ist ganz in der Nähe. Ihr könnt die Brise schon spüren. Zeit zu kämpfen. Zum Geier. Oh yeah! Bosskampf! Oh, mein Tank ist... Ja, der Tank ist hier ein bisschen betäubt. Ich kann es nur immer wieder erwähnen. Ich finde die Musik einfach toll. Oh, ich dachte, es würde die noch treffen, aber sind etwas zu weit weg wahrscheinlich. So außer Range und so.
Boah, die sind bestimmt Elite jetzt. Weil die hier mit dem B-Igel aufgetaucht sind. Victory. Gruppen-IP. Ich mache es mal Raffi-Ring. Und Gold. Ja. Yeah. Ihr wart gut. Gute Arbeit. Und haben wir eine neue Quest. Rettungsmission. Kind. Level 19. Jagd. Jagen wir ein paar Tritons. Ihr seid am Strand und genießt die Wärme der Sonne. Der Anblick des Horizonts erfüllt euch mit innerer Ruhe. Ich wünschte, ich hätte einen guten Saft, um diesen Moment zu genießen. Also eigentlich würfelt. Eigentlich wünscht ihr euch nur, ihr wärt hier alleine und nicht zusammen mit meinen Monstern. Zeit zum Kämpfen! Überall Triton, nehmt es mit meinen Meereskreaturen auf. Oh. Oh, Masterkampf. Sag ich da nur. Oh oh. Boah, ich weiß nicht, ob die Gruppe das aushält. Ich werfe am besten noch auf ihn eine Regeneration drauf. So, ich gucke jetzt, dass ich eine nach dem anderen ausschalte. So, erstmal Zirkel der Heilung auf alle. Dann hier den Zaun, der, wobei. Nein, ich hau noch die Regeneration auf den Krieger drauf, sicher ist sicher. Nicht, dass hier noch Angriffsziel wird. Ich habe noch nicht auch den Peter, das ist gut. Oh, der Krieger muss einiges einstecken. Der erste von den Typen ist schon mal tot. Bei solchen Sachen wäre das Frontkämpfer sehr gut. So, Wiederherstellung. Ganyas Segen. Ich wäre dafür, dass mal jemand den Kleriker hält. Der Kleriker sich selbst mal heilen könnte. Okay, der ist fast tot. Zum Glück gibt es sowas, was sich Heilzauber nennt. Oh, der ist tot. Das ist sehr gut. Auf den da. Bei den Mana-Leuten wäre so eine Mana-Regeneration halt wirklich richtig gut. Eigentlich bei allen. Guck mal, ob ich da eventuell so einen Ring oder sowas haben kann. Bei hat ja genug. So, einmal gar nicht Segen noch. Sonst hat er aber, glaube ich, mal fast kein Mana mehr.
Feuerball. So, los, tötet ihn. Bevor er Eier legen kann. Los, tötet es. Schlag es mit dem Streitkolben. Boah, das war jetzt ein Kampf. Victory. Oh. Oh cool, ein Ei. Dieser Kampf macht euch doch allen Spaß, oder? Aber sicher doch extra IP für den Sieg. Würde mir aber noch mehr Spaß machen, wenn wir ein paar Belohnungen kriegen würden. Würde ich mir überlegen. Quest dann, ihr habt mich schon niedergeschlagen. Die mich immer schlagen, also das verstehe ich nicht. Wie schaffen die das nur, Monster zu überleben? Das ist doch unfair. Komm, retten wir mal ein Kind. Ihr hört ein Kind schreien. Als ihr euch umseht, ist da ein kleines Kind, das ins Meer hineingetragen wird. Was werdet ihr unternehmen? Angriff. What? Okay, das heißt nur, dass ihr euch den Weg durch die Feinde freikämpft und das kleine Kind retten wollt, oder? Ihr wollt doch nicht gegen es kämpfen, oder etwa doch? Um den Gegenstand Kind zu retten, müsst ihr alle drei gegnerischen Wellen besiegen. Eigentlich wollte ich hier noch sowas wie Rasten machen, aber okay. Ich wusste nicht, dass ich jetzt gleich dann hier die Quest starte. Aber na gut. Kann ja mal vorkommen, dass ich so eine Quest voreilig starte und ich finde Mr. Krabs hier irgendwie richtig genial. Richtig gut gemacht. Und das meine ich jetzt nicht ironisch oder sowas, sondern das finde ich wirklich. Das ist richtig gut gemacht hier. Ach, er regeneriert hier mal 2 MP. Und er 7. Okay. Oh ja. Yeah. Victory. Errungenschaft freigeschaltet. Level 15. What? Und dieses Mal habe ich mich abgemeldet. Level 15. Reach Level 15 in any character. Toll. Sind aber nicht alle Level 15 geworden. Wir erhöhen den Schlag. Wiederherstellung. Den Gegenschlag. Den könnte ich theoretisch jetzt eigentlich komplett nach oben bringen. Den Gegenschlag. Gegenschlag. Feuerball. Feuerbiberball. Feuerbohlen. Dieser Polen. Oh ja. Sag ich dann nur. Aha, ich hab dich besiegt, du olle Schaufel. Danach kommt bestimmt wieder hier so ein Siegel. So als Endboss. Ich wusste, dass es stirbt, ja.
Wusste ich doch, dass ein Seeigel kommt. So, diesmal schlafe ich jetzt erstmal. Oh Gott. Wir werden von einer Schaufel angegriffen. Oh, mir fällt auf, wir haben wieder genug Geld, um zu schmieden. Oh ja, Leute. Victory. Siegel. Feuerball. Zack. Zack. Ah, super effizient. Toll, cool. Victory. Ah, endlich. Ich habe eine 8 gewürfelt. Was ich aber zum Beispiel beim Händler schauen will. Bei den Tiergefährten gibt es eine Katze. Johnny 6. Ja, kann man nicht so ganz als Katze sehen. Ein Angriff. Das hat die Natur widerstand. Minus 20 Wiederbelebungskosten, den würde ich mir eigentlich holen. Ich hole mir jetzt ein Buch, ja. Ein Angriff, 2% im Kampf gefundene Gegenstände. Oh ja. Ich glaube, ich bleibe bei dem roten Teppich. Bei der Tür zum Wald. Ja, ich bleib bei der Tür zum Wald noch. Bleib ich auch da. Die Karte lasse ich da. Soll ich den Meister mal ändern? Verlies. Oder Verlies. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Minus 15% Reisekosten und plus 50% Reisegeschwindigkeit. Der Comic-Verkäufer sieht aber auch cool aus. Der Doc Düse. Plus 5 Magie. Regeneration 1 MP. Der Yoga. Plus 10% zusätzliche TP. Karate-Rate, ein Angriff, 5 Magie. Ich glaube, ich bleibe aber beim Comic-Verkäufer, der gibt 4 XP mehr. Und der sieht cool aus. Irgendwo. Goldener Tisch, plus 10% mehr Gold auskämpfen. Steintisch. Gefundene Gegenstände, oh, ich will mir den Goldtisch holen. Kaufen wir uns den Goldtisch. Wir sind gerade sehr rich. Zinnfiguren. Okay. Und weil wir gerade so viel Money haben, holen wir uns noch den Fisch. So, jetzt haben wir schon ein bisschen aufgerüstet. Vielleicht nenne ich die Folge einfach mal hier Shoppingtour beim Händler oder Großeinkauf. Du schon wieder in Schwierigkeiten. Mensch, Kind, was machst du hier? Geh wieder zurück. Geh zurück nach Hause. Kind. Entschuldigung, ich wollte doch ein bisschen schwimmen. Deine Mama wird sich freuen, wenn du endlich aufhörst, dich selbst in Gefahr zu bringen. Schnell zurück ins Startdorf mit dir. Schluchz. Okay. Quest done! Ihr habt es geschafft. Das ist ein Angriffselixier. Und auf zum Ausflugsbus. Ihr nähert euch dem Strand und könnt. Könnt jemand bitte mal auf Wahrnehmung würfeln? Ich habe immer so ein Würfelpech.
Würfel 20. Ja, super! Euch wird gewahr, dass das Meer genauso seltsam aussieht wie das Sumpfwasser. Ihr müsst mit Dexter darüber sprechen. Reist zum Ausweg, Sumpf, lol. War der nicht am Strand? Hat er nicht gesagt, der ist am Strand von Miami? Dessen Name auch nicht vom Strand von Miami abgeleitet ist. Nein, das ist kein Zufall. Nein, das ist auch keine Absicht. Nein, 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 nein. Überhaupt nicht. Nein. Leute. Und auch nicht, dass hier die Frösche mich irgendwie an den Moorfrosch erinnern oder so. Das ist auch nicht gewollt und dass ich so behindert rumtue. Nein, das ist alles nicht gewollt, dass da hinten der Bus da liegt, glaube ich mal, von den Ghostbusters oder so. Oder war das Scooby-Doo? Ich habe keine Ahnung mehr. Irgendwie sowas ähnliches. Ich habe sowas nie groß geguckt. Ihr erreicht den aussichtslosen Sumpf. Nebenbei, vom Gestank dort wird euch wieder schlecht. Dexter scheint schon euch bereits zu erwarten. Ihr ergreift die Initiative und das Wort. Dexter, das Meer war genauso eklig wie dieses Sumpfwasser. Diesen Gewässer muss irgendwas vor sich gehen. Dexter, das ist genau das, was ich euch sagen wollte. Im Wasser lebt ein Monster. Und es entzieht dem Wasser die Energie. Das muss das Werk des Magiers sein. Und wir müssen dem sofort Einhalt gebieten. Durch den Sumpf dringt das Echo eines infernalischen Geräusch. Richtig behindert. Nein, ihr könnt es nicht aufhalten. Es wäre